Eine Sache ist mir noch eingefallen. Da wir jetzt Pfeil und Bogen haben, können wir prinzipiell die ganzen Schießstände machen, angehen, was auch immer. Und der erste hier wäre der im Sumpf. Und den werden wir gleich mal ausprobieren. Wir haben ja ziemlich viel Rubine, das heißt, wir können ein paar Versuche wagen. Herzlich willkommen zurück zu Majora's Mask auf der Nintendo Switch. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Das wird jetzt ultra schwierig. Soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe. 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends. Dazu machen wir einfach diesen hier. Die Ballade der Zeit im Wind oder so. Das Thema der Zeit im Wind, okay. Hi. Ja. Nach der Episode gehe ich mal mit dem Hund raus. Der braucht eine Runde, glaube ich. Er schläft zwar tief und fest, aber er braucht eine Runde. Dämmerung des zweiten Tages. Und das ist die Schießbude, Mann. Hallo. Hey, Kleiner, alles klar, willst du mal spielen? Ein Spiel kostet 20 Rubin. Okay. Ich muss halt alles treffen. Das ist halt extrem schwierig. Mal schauen, wir werden mehr als einen Versuch brauchen. Wo? Naja, alle. Okay, was war mal das? Ah, scheiße, einen nicht. Ich glaube, das war's. Das war's mit dem Spaß. Oder nicht? Nein, das war's nicht mit dem Spaß. Ich glaube, es geht sich aus. Yes. Das war mal der. Komm, komm, komm. Komm. Scheiße. Komm. Einen Punkt noch, oder? Oder müssen wir 1600 machen? Ich weiß es nicht mehr. Come on. Fuck, 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 fuck. Oder 1800? Ich weiß es nicht mehr. Nein. Einen Punkt. 10 Punkte. Fuck. Es ist so anstrengend. Ich. Mein Herzschlag. Oh mein Gott. Okay, komm nochmal. Der oben hier. Dann brauchen wir die gleich direkt. Eingangs. Jawohl. Okay, komm. Come on, das muss gehen. Diesmal schaffen wir es. Komm. Come on. Come on. Come on, das schaffen wir. Wir brauchen ja nur alle. Alles treffen. Wir brauchen ja nicht mehr als alles treffen. Komm, noch was. Irgendwas. Was jetzt? Na komm, irgendwas. War's das? Haben wir es geschafft? Mein Herzschlag ist auf 180 gefühlt.
Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Das war gut. Das war richtig gut. Also unsere Glückszahl ist 2 in diesem Spiel. Verdammt, das kann doch nicht wahr sein. Fast hättest... Was? Fast? Was? Was soll da gefehlt haben, bitte? Ich dachte mir, wir haben es geschafft. Ich wollte gerade sagen, das ist meine Glückszahl, die Nummer 2. Vielleicht hat da oben noch einer gefehlt. Okay, ich mach's jetzt etwas ruhiger. Sind sie da? Wo sind sie? Ich dachte mir, ich hätte alle erwischt. Nein, der ist daneben. Der ging daneben, so eine Scheiße. Kommt der nochmal? Nein, noch immer nicht. Damn you. Komm. Nein. Ich muss halt die Vögel, müsstest du halt erwischen, gell? Come on. Das muss gehen. Da ist noch einer. Habe ich den übersehen letztes Mal? 2020. Ja, wo ist der letzte? Irgendwas fehlt da noch. Ach so, da oben. Nein! Jetzt habe ich ihn gesehen. Jetzt muss ich es nochmal machen. So eine Scheiße. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wo er ist. Ja, letzte Deku-Arsch. Damn you. Wo ist er? Komm. Ich bin jetzt gerade so nervös, weil ich es jetzt nicht schon wieder verkackt habe. Alter, krieg die Krise. Damn you, ich glaube, ich habe es jetzt wirklich verkackt. Okay, come on, was noch? Irgendwas ist da ja noch. Da ist sicher noch was, irgendwas. Come on. Komm, gemütlich, mach mal gemütlich. Mach mal einen auf gemütlich. Damn you. Ich hasse euch so sehr, euch Vögel. Vögelärsche. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Komm schon. Komm schon. Damn you. Nein. Nein. Es ist so schwierig. Wieso ist es so schwierig? Das gibt's nicht. Wir haben es fast geschafft beim zweiten Mal. Nur weil ich den einen Arsch übersehen habe. So, come on. Das muss gehen. Das muss viel besser und schneller gehen. So, wenn ich da schneller bin, dann bin ich schneller. Definitiv. Ja. Das ist gut. Ich muss nur... Jawohl, jetzt du. Damn. Wo? Hier. Natürlich hier. Müssen die Vögel nur schnell abschießen. Dauerfeuer ist eine gute Variante.
Okay, come on. Je schneller wir die Runden hier erledigen, desto besser ist es. Come on, mach's. Ja, jetzt muss es sein. Yes, perfekt. Puh, war das... Alter, war das schwer. Leck mich fett, war das schwer. Achso, das bringt noch Punkte. Das kann man so lassen, perfekt. Da hast du, Glena. Ja, der Köcher. Ein großer Köcher bis zu 40 Pfeile. Das sind Dinge, die man wirklich brauchen kann. Wenn du Freunde hast, können sie kommen. Okay. Ich wusste, es wird schwierig, aber das war schwierig. Und was wir jetzt machen, ist den zweiten Schießstand gleich machen. Der ist nämlich meiner Ansicht nach noch schwieriger. Oder? Ist er das? Ich weiß es nicht mehr. Zumindest reißt es mich jetzt gewaltig. So, Unruhestadt, genau. Das dürften dann alle Schießstände sein. Schon 50er Köche kann man sich ja mal gönnen. Man gönnt sich ja sonst auch alles. An einem so verregneten Tag ist es ja schön, mal drin zu sein und ein bisschen drin zu spielen. Sagt der kleine blasse Junge, der immer drin ist. Naja. Wir könnten dann auch bei Liebling und Schätzchen einsteigen, zumindest im nächsten Zyklus, wenn wir wollten. Mit ein bisschen Lotto-Zyklus zusammen würde das dann schon passen, glaube ich. Ja, ich wage einen Versuch. Wenn wir schon im Bogenschießen drin sind, sollte man auch drin bleiben. Nur rote, keine blauen. Okay. Das wird auch sowas werden, wo wir 39, wir brauchen natürlich 40. Sehr logisch. Nein, das war schon mal eins zu wenig. Okay, das waren zwei zu wenig. Es wird immer schlechter. Alter, ist das... Wow! Alter, nein! Okay. Die bleiben immer gleich lange aufrecht, die Ziele. Aber langsam bekomme ich ein Gefühl dafür. Dass das beim ersten Versuch nicht wird, ist mal klar. Wie viel Platz für Fehler haben wir hier eigentlich, frage ich mich gerade. Vielleicht etwas. Ja, wir hatten Platz für Fehler. Sogar für richtig viele. Wow, ich dachte, wir brauchen noch einen Versuch. Aber nein, wir bekommen den Riesenköcher, 50 Pfeile und gewonnen. Das war's. Leute, das war's. Ein Versuch. Vom anderen drei, das ergibt im Schnitt zwei. Dumme Rechnung, echt dumme Rechnung. Aber komplett egal, Leute. Das macht jetzt durchaus Freude. Ja, Liebling und Schätzchen, bringt uns nichts, wenn wir nicht alle drei Tage den kompletten Zyklus durchgehen. Ich hätte gesagt, wir machen das so, dass wir diesen Zyklus mit Liebling und Schätzchen und mit eventuell der Lotterie dann zusammennehmen. Auch hier, mit dem Schatzkistensuchspiel. Das nehmen wir dann alles, das fassen wir in ein Ding zusammen, hätte ich gesagt. Und machen wir dann später, sobald das halt alles möglich ist. Eventuell sogar mit der Anju Kaffee Quest. Ich bin aber nicht sicher, ob wir das so geballt zusammenbauen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt echt gute Erfolge erzielt. Das heißt, wir haben aus dem Süden den Bogen erhalten und auch gleich den Bogen maximiert. Und damit können wir jetzt in den Norden gehen, in die Berge. Aber das passiert erst nach
dem Cut.